Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Dragon Quest Builders. Alle haben ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt als alles machen muss. Deswegen gucken wir mal. Ach nee, Moment. Okay, jetzt ist es eh dunkel. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. So. Genau, du brauchst Wasser. Ich habe aber leider kein Wasser. So. Was brauchst du? Okay, ich werde jetzt einfach noch mal. Alter. So. Da waren wir nämlich in der letzten Folge stehen geblieben. Und wir laufen jetzt. Oh Gott. Nein. Das nehmen wir mit. Stein kann man immer brauchen. Dann liegt was. Jetzt bin mir nicht mehr sicher, ob ich da in der letzten Folge war. Wahrscheinlich ja. Ihr müsst wissen, die letzte Folge ist schon wieder. Also die Aufnahme der letzten Folge, ich immer versuche, was zeitlich bedingt voraufzunehmen. Ach, nein. Ich weiß. Okay. Ja, ja, geheimer Ausgang, genau. Von wegen. Die Erinnerung kehrt zurück. Ne, ich versuche immer aus zeitlichen Gründen. Ich bin sehr eingespannt zeitlich. Immer viel im Voraus aufzunehmen. Und hier sind Leitern, das ist cool. Oh, hier kann ich das hier abbauen? Und deswegen. Ach, so mal einen Satz zu Ende kriegen. Bohnen. Sehr viel Bohnen. Und da ist ein Turm. Und deswegen habe ich immer zwischen den Aufnahmen längere Zeit Pause. Was eben dazu führt, mein Beutel ist voll. Das ist sehr gut. Was eben dazu führt, dass. Ach, komm schon! Nee, der. Ach, Quatsch, was mache ich denn? Ich muss doch den Sterne, nicht der Fahne hinterher. Okay, wir gehen jetzt da lang. Oh, hi. Hi, Wolf. Okay, oh, das nehme ich natürlich mit, ich Vollidiot. Und ja. Au, nein, das war doof. Ach, komm schon. Alter.
So. Ach, das gibt's doch nicht. So. Jetzt nochmal. Von vorne. Diesmal in einem ganzen Satz. Ich habe immer, seit ich sehr angespannt bin, nehme ich immer viel vorweg auf, was dazu führt, dass ich zwischen den einzelnen Aufnahmen viel Pause habe und deswegen auch gerne mal was vergesse. So, das war alles, was ich sagen wollte. Hi! Mensch, gerade leicht du bist mit der Seuche angesteckt und ich was? Bist du klein Yoda? Allerhand das sei von einem hellgrünen Zwerg. Spitz deine Zunge ist. Aber was ist es, das dich hierher führen tut? Aber was ist es, das hierher dich führt? Hm? Ein großer Angler du suchst, wie? Einen großen Angler du gefunden hast. Grün hinter den Ohren höchstens du bist. Vergib mir, Mensch, falls es von mir ist, dein bizarres Äußeres zu verspotten, dir beibringen, wie man Angeln herstellt, ich werde. Zur Wiedergutmachung. Doch zuerst meine Bitte du anhören musst. Vor einigen Tagen einen dicken Fisch ich fing, größer als ich er war, aber großer Zorn in ihm wohnte. Mit Löchern in die Wände er schlug, als ich die Angel einholte. Aber durch Löcher in meinen Wänden andere Wichte werden sehen, wenn ich angle. Anstatt zu arbeiten, ausbessern meine Wände du musst, damit in Frieden faulenzen ich kann, hm? Okay, das war wieder sehr doof. Ist aber kein Problem. Ich muss nur einmal... das weg. Das ist nicht meine. So. Wir holen uns ein wenig... Erde. Wäre doch gelacht, wenn man das Haus nicht ausbessern könnte. Zack, zack, zack. Wirst du jetzt wohl? Ah, komm schon. Tada! Nun Mensch, auffüllen alle Löcher in den Wänden meiner Fischerhütte, du musst. Noch nicht lange kämpfen wir Wichte im Namen des Drachenfürsten. Nur auf der dunklen Seite, wir sind herumgeschubst von einem anderen Anhänger. Wir werden Wut, Furcht und Aggression unsere Leben erfüllt. Hätte ich nicht meinen geheimen Angelplatz, nicht wüsste ich, was tun. Könntest du meine Hütte ausbessern? Okay. Halt die Klappe. Heißt es auch... Ach, ernsthaft? Du Pfeife, kommst jetzt gar nicht mehr raus. Gute Arbeit, du geleistet hast. Angeln nach Herzenslust ich nun kann, ohne von den anderen Wichten erwischt zu werden. Also Mensch, selbst versuchen du es möchtest? Helfen ich mir nicht kann, aber irgendwie sympathisch du mir bist, Junge. Angelkumpeln wir nun sind, hm? Doch beibringen wir eine Angelbaut, ich dir zuerst noch muss. Dann und nur dann ein Angler du sein wirst. Eureka! Okay. Ach, Alter, ich will doch einfach nur... Danke. Wegwerfen. Ich werd bekloppt hier grad.
Ja, klasse. Tolles Ding hat er sich da rausgesucht, ey. So. Wie komme ich jetzt? Ach, da kann ich rüberlaufen. Okay. Die scheiß Blumen hier. Nein, das kann ich nicht bauen, alles klar. Ja. Es wird sehr dunkel, allerdings. Da konnte ich nicht schlafen und ich will jetzt aber auch nicht wieder nach Hause. Was tust du hier, Mensch? Überrascht du mich hast. Lange es gedauert hat, bis ich diese Barrikade errichtet hatte, aber zu Trümmern du sie unbedingt musstest. Wenn Räuberraupen hier reinkriechen, erledigt wir sind. Keine Ahnung warum und die wieso und weshalb. Ich raff's nicht so ganz. Ach Gott, da sind noch mehr drin. Erwischt mich. Er wurde nicht wahr. Hab dem Nest der Räuberraupen zu nahe gekommen. Ich bin mit schnell zugestochen. Jetzt kaum bewegen ich mich gar nicht. Schmerzen, ich habe. Was soll ich tun? Einfach hier verstecken. Ich soll, bis wieder er und ich mich habe. Also ich brauche quasi offensichtlich Medizin. Gut, dass es nicht der Ort ist. An den ich eigentlich muss. So. Und schön viel Zeit verschwendet. Oh, ich habe Hunger, merke ich gerade. Oh, was? Alter, was? Ach, komm.
bitte. Oh, okay. Offensichtlich brauche ich da bei den kleinen Gnomen gerade. Oh, jetzt bin ich wieder dran vorbeigelaufen. Oh. What? Achso, ich muss das kaputt machen. Ihr sagt das doch gleich. Noch mehr. Oh, was zum... Meine Rüstung ist bald kaputt. Ja, genau. Oh, oh. Fuck. Oh, oh. Draufhauen. Komm schon, jetzt, ja. Und gewonnen, ich habe. Cool. Ich bin jetzt einmal nach Hause. Ich muss jetzt unbedingt meine Kisten lernen. Ganz dringend. Baue eine Kammer, das kühlen lasses. Auch das verstehe ich nicht. Da. Moment. Erstmal muss ich mir eine Angel bauen. Aber vorher noch alles. Oh nein, da ist jetzt auch alles voll. Kann ich denn den Riesenreisekoffer? Ich brauche Holz. Kann ich mir Holz bauen? So habe ich ein... Okay, Holzwand. Holzboden. Eine Steinaxt, das ist doch gut. Steinaxt ist super. Ich habe noch nicht genug Riesenreise. Okay. Hallo Zero. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Stimme an. Du hast also diese tolle Angel für mich gebaut. Wie? Ja, das hast du toll gemacht. Jetzt können wir angeln genug. Was, warum ich mich nicht mehr freue? Gerontius hat mir erzählt, dass der Bauer, dass du der Bauer bist. Also gelten die Regeln nicht für dich. Aber wenn wir normalen Leuten das Dorf verlassen, werden wir nur wieder krank. Das ist einfach zum Heulen. Ich wollte doch nichts weiter, als mich zum Entspannen und Angeln... Entspannen und Angeln zu gehen. Weißt du was, Zero? Behalt die Angel einfach. So hat wenigstens einer von uns etwas davon. Zieh los und fang einen dicken Fisch für mich, hörst du? Lass uns angeln. Um die Leine auszuwerfen, musst du deine Angel benutzen. Okay. Sollen wir das mal probieren? Geht es hier? Nee, nee. Ach Gott, das war so dumm. Das war jetzt wirklich dumm. Wahrscheinlich sollte ich auch meine Angel ausgerüstet haben. Ich kann hier nicht angeln. Das dachte ich mir schon. Wo ist denn mein Wasser? Hier habe ich.
hier kann ich doch angeln. Ich kann hier auch nicht angeln. Ich kann ja nirgends angeln. Ah, okay. Dann. Ah, Zero, du bist zurück. Sag, hast du den Ausgangsort der lähmenden Krankheit gefunden? Was? Der Infektionsherd war ein Nest voller Räuberraupen? Wenn die Räuberraupen dahinter stecken, dann könnte es sein. Wenn das Gift auf diese Weise wirkt, könnten wir die Reaktion derart kanalisieren und die Wirkstoffe wie die anderen neutralisieren. Ich habe herausbekommen, wie die Paralyse sich ausbreitet und folglich ein Heilmittel entwickelt. Lass mich es dir erklären. Wie bitte? Du möchtest wissen, wieso ich mit den Armen gerudert habe? Das gehört zu meinem Denkprozess. Gerade du solltest dafür eigentlich Verständnis haben. Weißt du etwa nicht, wie belämmert du aussiehst, während du etwas baust? Lebenssamen, das ist cool. Ja, die Prickelbrille. Prickelpille. Das ist super. Okay, keine Ahnung, was das ist. Das nehme ich. Ja, wir machen jetzt einmal schnell Pause. Aber in der nächsten Folge geht's weiter. Volle Kanne weiter. Bleibt dran.